Hallo und willkommen zurück zur vorletzten Rennserie, bevor wir dann zur Need for Speed World übergehen in Need for Speed Shift. Okay, also du wirst heute eine Menge von der Strecke sehen. Viele Events stehen auf dem Plan. Viel Spaß da draußen und sei vorsichtig. Noch ein paar Sekunden bis zum Start. Achte aufs grüne Licht. Grün, gib Gas! Es geht los! Danke. Viel aggressiver.
Oh Gott, die Strecke. Oh nein, stimmt, die gab es ja auch noch. Bessere Go-Kart-Strecke hier. Erstmal rauskicken das Ding hier, damit wir bei den nächsten Runden bisher besser da vorbeikommen. Ja, hier nicht rum. Mal sehen, wie viele dagegen fahren. Gegen diese Reifenwand. Was liegt hier immer noch hier? Na, siehst du, so geht's doch. Aha, mit Ach und Krach nicht mehr einen zweiten Stern gekriegt.
So, Ryan's Hatch müsste eigentlich gehen. Mal sehen, ob es die lange oder die kurze Variante ist. Aber bei 4 Runden vermute ich mal, es wird die lange. Mann, weg von meinem Heck. Nee, die kurze. Potzblitz. Weg von meinem Heck. Saure Runde. Kaum hat man ein bisschen Platz auf der Strecke, klappt so mit einem Stern. Sehr schön. So, dann haben wir Serie 14 erledigt. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, kümmern wir uns mal noch um ein oder zwei Herausforderungsrennen. Da gab es doch eins hier auf Road America, was wir letztes Mal auch übersprungen haben, weil das ein bisschen lang wäre. Wo ist denn das Ding? Hier. Wir haben die Möglichkeit, den Wettkampf heute mit dem Königsegg CCX zu fahren. Na, das ist doch mal was. Er rutscht und rutscht und rutscht. Noch ein paar Sekunden bis grün. Und erbietest du die drei Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Alles klar. Grün, wir starten, los geht's. So, wie sieht er von innen aus? So.
9 Minuten 10. Die Grenze, okay. Könnte eng werden. Aber klappt. So, was haben wir hier noch? Runden-Eliminator auf Dakota National. Aston Martin stellt uns heute einen DB9 für das Rennen zur Verfügung. Noch nicht schon wieder. Na. Nein, nicht drehen. Uah.
jedes Mal, wenn ich über die Ziellinie fahre, oder die erste Person hier quasi über die Ziellinie fährt, auf Platz 1, fliegt hinten einer raus. Ah, Nate hat's entschärft. Alles klar. Na, 11 Runden sind es in Summe. Also waren es 12 Leute hier quasi auf der Strecke. Wie gut die auf einmal Gas geben können, die letzten, ne? Dann bin ich so gerade so nicht überrunde. Obwohl, warte mal, der letzte, der hier noch da ist, das ist doch hier Gavin. Ha! Herr Gavin. Da muss man noch ein bisschen üben müssen, ne? Geht hier gleich über Runde. Und zack, rausgeflogen. So, was gibt's? Retro. Und neue Einladung. So, Video ist lang genug. Wir haben diese Einladungsevents jetzt hier erledigt, die zwei. Jede Menge sind neu dazugekommen. Schauen wir uns auch an. Aber erst im nächsten Video. Wahrscheinlich kommen wir da allerdings nicht dazu, weil wir dann die letzte Serie machen. Also wir nähern uns jetzt hier gerade. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.